Lialualöde, willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, vielleicht kennt ihr es schon, Clicker Heroes. Wurde ich mal vor einer Zeit, vor einem halben Jahr glaube ich ungefähr, gewünscht. Jetzt ist es soweit, jetzt können wir endlich beginnen, Clicker Heroes. Ist ein bisschen älter. Das Clicker Heroes 1 ist umsonst. 2, das kam auch vor ein paar Jahren raus. Kostet glaube ich noch 24 Euro ungefähr, muss man für bezahlen. Ja, weil ich finde auch, dass weiß nicht so gut wie 1. Also 1 ist schon in der Hinsicht schon wirklich gut. Wir haben auch vor einigen Jahren mal ein bisschen gespielt. Wie halt ein Klicker ist, ne? Man darf klicken. Was ist das überhaupt? Ach so, 8 mehr Erfolge. Ach du Kacke. Okay. Raus. Jetzt, ich habe mich gesehen, auch etwas getan gegenüber früher. Mal gucken. Worum geht's? Erstmal muss man zu Anfang hier klicken. Ne? Klicken, ja, Schaden machen und tschüss. Kommt immer wieder neue Gegner, die man kaputt haben muss und fertig. Zu Anfang muss man noch selber klicken. Kommt aber gleich, kann man nach und nach Helden freischalten, die dann für einen klicken. Die greifen dann an und machen dadurch einen Schaden, ne, und das heißt, man nicht immer selber klicken muss. Wer würde hier schon, weiß ich, wie viele Stunden selber klicken? Aber außer man hat einen Autoklicker. Ist aber näher, ne, das mit fangen wir das Ding gar nicht an. Der ist der erste Held. Moment, hör mal an. So. Und den ersten kaufen. Es gibt sehr viele Helden. Gleich sehr viele Helden. Warum greifen die nicht an? Ach, wer ist der? Ach, 150 haben. Falsch. Ist der Held an sich, manchmal mehr Klicks haben. Ja, wir wollten natürlich den ersten Helden holen, wodurch dann selber geklickt wird. Das ist ja auch der Sinn des Ganzen eigentlich. Die Woche von 50 Münzen. Ja, geht eigentlich nicht. Wir werden dann gleich sehen. Natürlich auch hier Fähigkeiten, die wir dann einsetzen können, wo wir ihren Klickschaden erhöhen können und das ist eine Scherze. Es gibt natürlich auch sowas hier wie bei Personal-Lapel zum Beispiel Prestige. Gibt es natürlich hier auch. Da sollte man eine ganze Ecke, wenn wir da sind, dann machen wir eine etwas genauere Erklärung. Das ist auch wieder eine Besonderheit. Man bekommt ja eine besondere Währung. Und diese Währung, ach komm, ich kann mal hier jetzt hier endlich. So. Ach, guck mal, so auch alles neu. Nö. Ja, sieht man nicht. Wie gesagt, wenn man irgendwann später dann ja sowas wie Prestige oder Reinkarnation heißt es glaube ich hier machen, bekommt man eine gewisse Währung. Ich weiß nicht, wie die heißen. Seelen oder sowas? Ich glaube ja Seelen, glaube ich, hießen die. Damit kann man dann verschiedene Artefakte kaufen, die natürlich besondere Boni haben. Im Internet, ich glaube damals zumindest, muss ich noch gucken, ob es immer noch ist, bestimmt, gibt es eine Liste, welche Artefakte man für wie viele Seelen holen sollte. Und wie man die auch mal auch noch hochleveln sollte. Für optimal halt, ne? Na, gucken. Da muss ich noch immer noch nachschauen, ob es dann, ob es die noch ist, den die noch gibt. Aber da, das hat noch Zeit. 53, das ist schon noch eine nächste. Lieber nicht schockiert. Trinker. Ich habe hier aber auch nach und nach dann noch Skills, die noch mehr höheren Klickschaden haben konnten. Ah, guck mal, hier kann man natürlich noch erhöhen dann, wie viele auf einmal man machen möchte. 100, 1000, 10.000. Oh, wollen wir ein. Okay, das ist jetzt uns natürlich noch gar nicht interessant. Wir fangen erstmal alles mal an. Das ist auch ein kleines Klickerspiel, das man nebenbei laufen lassen kann. Einfach laufen lassen und fertig. Er macht alleine ist hier Schaden. LP geht langsam runter. Die greifen natürlich nicht an, machen keinen Schaden. Ne? Das wäre blöd, ne? Die Helden.
greifen nach und nach. Die greifen natürlich dann selber immer an. Mal sehen. Komm, mach weiter, wir Level 2 jetzt hier haben, endlich. Zack. Natürlich noch mehr Schaden. Geht wieder ein Stückchen schneller. Ihr habt da auch früher zumindest Bosse. Gab's da auch. Alle 10, glaube ich. Also bei Level 10 erst glaube ich, war das so. Level 5 weiß ich gar nicht mehr. Ich bin einige Jahre her, ob ich mir das mal gespielt hätte. Schon so, meine ich, auch etwas besser gemacht, meine ich zumindest gegenüber früher. Ja, da war es auch schon wieder, wie gesagt, Jahre her. Könnt mir ja immer schreiben, ob ihr 1 oder 2 besser findet. Also 2 finde ich gar nicht gut, mal auch muss ich dafür bezahlen. 24 Euro, glaube ich, war das damals. Ja, also ich finde Stunde 1 ist besser. Ist ja auch umsonst, gratis. Ja. Ach, das war neu. Den kenne ich gar nicht. Der ist ein Boss, genau. Innerhalb von 30 Sekunden kaputt machen. Darf man noch nicht. Zurück. Da müssen wir erstmal da warten. Geld sammeln, also Goldmünzen sammeln. Die Helden hier verbessern, aufleveln, neue kaufen. Wie auch dabei, wie viel Schaden hier wird es dann machen. Mal gucken. Ne? Gucken, was nach hier raus wird. Wie gesagt, jetzt neu, erste Folge, das ist jetzt unser nächstes Spiel, nächstes Let's Play, wie ihr auch immer möchtet, das werden wir lange spielen. Ja, macht das schon 15 Schaden, das ist schon mehr geworden. Die sind noch ein bisschen schneller. Geht natürlich immer ein bisschen schneller, dann immer noch ein bisschen schneller an Gold ran, weil er mehr Schaden machen wird. Das hat der Sinn eines Klickerspiels. Da haben sie ja noch andere ähnliche, was auch sehr gut war Tap Titans, wie das einer kennt, fand ich auch sehr gut. Und das werde ich auch noch mal dann machen. Auf ein Klickerspiel, aber halt ein bisschen anders. Fand ich aber auch sehr gut. Habe ich auch schon Jahre her, ob ich mal gespielt hätte. Ach mein Gott, schon ultra lange her. Aber jetzt machen wir erstmal hier Clicker Heroes. Erstmal. Wie gesagt, der wird sehr lange gehen, das Spiel. Auch wieder viele Folgen. Aber mal gucken, wie weit wir kommen. Was die Zukunft sowieso bringt, ne? Mal wieder. Ich kann auch wieder nebenbei schon was anderes nebenbei noch spielen, einfach laufen lassen, fertig. Aber ihr wisst, die Spiele laufen bei mir immer. Der PC ist immer an. Die laufen auch die Spiele immer bei mir, immer. So kommen wir auch am schnellsten voran. Nee, ist der Tippschaden, machen wir 4 und immer. Nee, die Helden machen jetzt 25 Schaden, wenn ich richtig sehe. So ein bisschen hat sich da verändert, ein bisschen. Ach, ja, mal gucken. Ich würde mal schreiben, was ihr davon haltet von dem Spiel, ob es auch so gut findet oder eher Schrott, Müll, weg, warum auch nicht. Mal gucken, wie da die Aufrufe sind. Ich bin gespannt. Natürlich auch mitklicken, ja, ist klar. Natürlich noch ein bisschen schneller, aber ich bin kein Klicker. Oh, ein Erfolg. Ja, durch 100 Monster. 1000, dann wahrscheinlich 10.000, 100.000, Millionen, 10 Millionen Monster, könnte sein. Ja, wir gucken. Also alles werden wir wahrscheinlich nicht machen, nicht schaffen können. Ist aber sehr viel. Aber sehr, sehr lange. Ende von 4.000 mit Übersteigung. Ja, ne? Übersteigung wohl dieses Prestige. Reinkarnation.
Ich jetzt sein, nützliches Söldner, okay. Ich rekrutiere einen epischen Söldner. Okay, ein bigger Söldner will ich füllen. Gabe Leroy Jenkins. Quest gibt's hier auch noch. Heldenseelen, genau so heißt das. Aber ja, machen wir nach und nach. Ja, also nach und nach, nicht jetzt alles auf einmal. Bitte mehr Rubine. Rubine haben wir gar keine. Noch fünf. Gerade mal 5 Rubine. Ja. Kann man die aber kaufen, ne, ist klar. Was sind noch Rubine für ein Video anschauen? 5 Rubine, wow. Mein Gott, naja. Werde ich vielleicht automatisch ab und zu mal machen, selber machen können. Ich will nochmal 5 ab, um Heldenwillen freizuschalten. 105 also muss man wohl haben. Ach, ist schon länger her, als ich mal gespielt habe. Also ein bisschen ist noch hängen geblieben. Wie auch schon mein Let's Play von Siedler 1. Nach über 25 Jahren weiß ich immer noch ungefähr fast alles von damals. Ja, schon etwas verwunderlich, aber okay. Was ist das überhaupt? So. Wie gesagt, werde ich wohl offscreen ab und zu mal machen, ein paar Rubine sammeln, mal gucken, weiß ich nicht. Naja, okay Leute, ich würde sagen, das war's dann erstmal mal für heute. Könnt ihr mal schreiben, wie euch das Spiel gefällt. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von Clicker Heroes. Bis dahin, schön mit euch.